Hallo meine Damen und Herren, mein Name ist Frederik Bachgenhammer, ich betreue den Bereich Fundraising beim House of One und ich befinde mich gerade in Paris in einem Kulturzentrum namens 104, Saint Quatre, wo unsere Architekten eingeladen wurden, das House of One vorzustellen. Und das sieht man hier hinter mir, sehen Sie es? Man sieht die Aufzeichnung und man sieht eindeutig die drei Gebetsräume und in der Mitte der gemeinsamen Raum der Begegnung. Wir sind hier in diesem, das ist ganz spannend, weil dieses Kulturzentrum 104 befindet sich in einer der ärmsten Gegenden von ganz Paris, im Nordosten der Stadt. Und das ist aber ein wichtiger Ort der Begegnung hier. Hier treffen sich sehr viele verschiedene Kulturen, sehr viele verschiedene Religionen. Es gibt viele soziale Spannungen in diesem, also im Umfeld hier drumherum. Und deswegen passt es sehr gut, dass das House of One ausgerechnet hier ausgestellt wird. Das hat uns sehr, sehr, sehr gefreut. Sollten Sie also in Paris sein, dann kommen Sie hier vorbei und gucken Sie sich das an. Man kann zum allerersten Mal tatsächlich im House of One hineintreten, wenn man so will, da unten auf dem Flur oder auf dem Boden. Sollten Sie das nicht machen können, dann gehen Sie auf unsere Webseite, spenden Sie uns einen Ziegelstein. So sehen die aus. Die kosten 10 Euro und mit 1 Million solcher Steine können wir beginnen, das House of One zu bauen, also das Projekt zu realisieren wirklich. Wir haben ungefähr die Hälfte geschafft, aber eine Hälfte ist noch offen und wir brauchen Ihre Unterstützung und wir hoffen, dass wir sie bekommen. Wenn Sie also in Paris sein sollten, kommen Sie hier vorbei, gucken Sie sich an, wie es aussehen wird. Und sollten Sie woanders sein, dann helfen Sie uns, das Projekt zu realisieren, indem Sie einen Ziegelstein bauen. Besuchen Sie uns auch, wenn Sie wollen, in Berlin, falls Sie da sein sollten. Vielen Dank und alles Gute.